Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und somit herzlich willkommen zum letzten Teil von Emily is Away. Wir haben das letzte Chapter. 2006 haben wir hier jetzt erreicht. Wir starten einfach direkt rein in 2006 Senior Year College, also das letzte College, also gesehen. Und wir nehmen das Ding. Nicht ganz cool aus. Und wir warten, genau. So, starten rein. Und schauen wir mal. Good, how are you? It could be later, it could be better. Oh, good. So, wir schauen mal rein. Ich hoffe natürlich, dass dieses Kapitel auch so in die Länge geht wie die anderen Kapitel, weil das Game hat echt Bock gemacht. So, what are you up to? I don't really know. I'm going over Brad's house later. I don't know. Also ich weiß es noch nicht wirklich. Ich gehe zu Brad's Haus später. Oh, I don't know if you knew. Me and him got back together. Great. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich und Brad sind wieder zusammen. So. Danke, wie geht's deiner Freundin Emma? Oder was macht deine Freundin Emma so? Interessiert mich nicht. Sie hat rausgefunden, dass ich sie geditcht habe an dem Wochenende, wo du da warst. Also, I don't know, Digga. I'm getting careless. So, ich hoffe, das Kapitel zieht sich. So. Well, college is almost so over almost. Well, miss it. So, ich schreibe mal, wirst du es vermissen? Yeah, I guess so, but I'm excited to be done too. Do you miss high school? High school was so long ago. So, schreiben wir einfach, wir gehen mal einfach so in die Vergangenheit, auch so ein bisschen zurück, so in die Richtung. Not really, also nicht wirklich. Sie vermisst High School also nicht wirklich. Ist es besser, nicht über die Vergangenheit nachzudenken. Okay. I'm just tired of reliving. Sie ist es leid, vergangene Gedanken zu wiederholen. So, any plans for graduation? So, all set before graduation. So, any being projects? Come on. So, do you have plans for graduation? Graduation, also Abschlussfeier halt, ne? Ob man zum Plan dafür hat. No, nicht wirklich. I know. Also ich weiß, meine Familie kommt halt. Ja. Are you going to move back home? What's Brad after doing your graduation? What are you doing this summer? Hey, ich weiß, was wir letzten Sommer getan haben.
Ja, also wie gesagt, ich hoffe halt, dieses Kapitel zieht sich so in die Richtung. So auch wieder in die über 20-Minuten-Marke. Wir haben ja eigentlich alle Videos gingen ja so um die 20 Minuten rum. Just hang out here with Brad and try to find a job. Also sie hängt einfach nur ein bisschen mit Brad rum und sucht einen Job oder versucht einen Job zu finden. Wie. How's your week been going? Also wie läuft deine Woche so, die Woche so bisher? What do you do last weekend? Also was hast du letztes Wochenende getan? Can we talk about things? Oder können wir über Sachen talken oder reden? Lass mal drei machen. Can we talk about things? Also macht irgendwas Spaß bis jetzt. Nicht wirklich. Ich bin nur am Arbeiten. What are you doing right now? Doing today. Could I see the summer? Lass mal drei machen. Could I see the summer? Okay, wir entscheiden uns immer wieder um, dass wir mit mal was anderes schreiben. Ja, also ich sag mal so gesehen, meine Rolle ist gerade, ich sag jetzt mal. Man könnte es praktisch gesehen von den Texten her nennen, in Love, but I won't show it. So ein auf den könnte man das, glaube ich, nennen. Oder so, keine Ahnung. lass mal zwei machen. Ich will mal wissen, wie ich mich dann umentscheide. Okay. Eigentlich stand da, do you miss me, aber ja. Was will we ever be the way we were? Was? Ja, okay, ich entscheide mich wieder um. Watch any good movies. Also wie ist das Wetter bei dir? It's been alright. Okay, wir können jetzt nur noch Goodbye machen. Habe das Gefühl, das Kapitel ist jetzt schon zu Ende. Oh! Okay. Ah, okay, da haben wir das Ende. Da haben wir das Ende. Es ist zu Ende. Emily is away. Haben wir erfolgreich abgeschlossen. Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, was auch immer ich dann hochlade, Minecraft, whatever. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. It's silent, it's strong.